Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und Rosé haben ja schon gezogen, deswegen habe ich auch gesagt, wir werden dafür Vegito Blue pullen. Das habe ich auch schon gemacht, ich habe da separate Videos gedreht, aber ich dachte mir, komm, ich hau das nicht als einzelne Videos raus, sondern ich hau meine Vegito Blue Summons für euch in einem Video raus. Das, beziehungsweise darum wird es sich heute handeln, die Highlights aus meinem Vegito Blue Summons. Seid auf jeden Fall gespannt, wir werden es gleich ansehen, aber kurz aus vorweg. Die erste Platzpreise wurden ausgehändigt, wurden verteilt im globalen Dukan Battle. Schaut es euch an, lockt euch ein, 56 Stones und viele Orbs, bis zu 10.000 von jedem Typus. Und vielleicht haben es manche gesehen, dass in den globalen Daten die Events von LR Gogeta und LR Vegito getestet werden. Ich würde aber sagen, interpretiert daraus nicht allzu viel, weil viele haben direkt schon gesagt, wow, kommen sie als nächstes schon direkt nach Vegito Blue und Rosé, wollen sie uns da Geld abziehen, etc., etc. Ey, sie werden nur getestet in den Servern, das stimmt ja, so wird das geleakt von den französischen Letterminern unter anderem und DBZ Space. Schaut dann an sie, aber wie gesagt, ich würde auch nicht zu sehr viel herausinterpretieren, dass sie vielleicht direkt als nächstes kommen. Müsst ihr abwarten, als ein Beispiel, was ich euch nennen kann, als Gegenbeispiel, die Events von Tapion und Hildegard wurden auch schon getestet und sind immer noch nicht erschienen. Also das Testen an sich ist nur zum Testen der Server, etc., etc. Man kann daraus interpretieren, dass sie vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Seht das einfach als Leak an, als ja, Spekulation für die nächste Zeit. Was haltet ihr davon? Lasst die Kommentare wissen. Aber jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Vegito Blue Summons. Kommen wir zum Summon selbst. Tag Vegito Blue. Zweiter Durchlauf bei ihm. Drei Mutlister machen wir, der vierte wird kostenlos sein. Ihn habe ich nicht. Gucken wir mal, ob wir da wirklich für ihn auch so lange pullen müssen, bis wir ihn ziehen, denn bei Rosé haben wir wirklich, da müsste wirklich deep gehen. Ultimate Gohan hätte ich auch gerne, habe ich nicht, genauso wie, oh, Goku nehme ich auch, ein Dupe, dann ist er 100%. Ja, den habe ich 100%, brauchen wir nicht. Drei von Gotenks, den wollte ich sagen, den würde ich auch gerne annehmen. Beerus an der Stelle brauchen wir auch nicht. Den neuen Trunks, liebend gerne, deswegen würde ich sagen, wir haben keine Zeit, machen unsere drei Multisam und sehen mal, wie wir hier rauskommen. Let's go. Sehr schön. Nur her mit den Dead Multis. Denn genau dafür sind wir da. Dead Multi, ich bin dabei. Dead Multi Summon, liebe ich, will ich. Denn, wisst ihr warum? Ich will gar keine SSR ziehen. Ich will nur gerade SR und R Charaktere ziehen, damit ich in den Barbershop reinpumpen kann. Das waren viele Pots. Ich habe nicht ganz mitgezählt, aber ich glaube, das waren 6 und nicht 7. Komm schon. Du musst den Screen cracken. Crack the Screen. Anders geht's nicht. Thank you, Dragon Balls. Ein Esse bekommen wir jetzt auf jeden Fall. Welcher wird es sein? Das ist jetzt die Frage an der Stelle. Egal welcher es sein wird, Hauptsache gefeatured. Schon mal erste Voraussetzung, oder? Let's go. Trunks. By the way, den Ultimate Gohan, den ihr gerade gesehen habt, den Tag Ultimate Gohan, den könnt ihr behalten und für jeden anderen Ultimate Gohan benutzen. Aber Ultimate Gohan selbst hat auch eine farmbare. Das ist der EGT Ultimate Gohan aus dem Tournament of Power Story Event. Momentan aktuell ist er gerade offline. Beerus zählt genauso für jeden anderen. Beerus kriegt er auf SR Status 50%. Wir haben noch kein SSR. Beziehungsweise ist der SR noch nicht gekommen. Okay, spannend. Es wird spannend gemacht. Ihr wisst wahrscheinlich, warum ich lache, oder? Muss ich dazu was sagen? Ich glaube nicht. Aber ich hatte ihn nicht. Okay. Immerhin ein Trostpflaster. Ich hatte ihn nicht. Nehme ich an. Unseren Ranger 17, vor unseren MVP C17. Da will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ihn nehme ich an. Coole Karte. Habe ich nicht gehabt, wie gesagt. Auch wenn er nicht gefeatured ist an der Stelle. Okay, egal. So, nochmal 3 Tickets. Heißt, wir haben schon 6 Tickets. Nice, wir haben gute Tickets bekommen. C17, her mit dir. Coole Karte. Bin ich zufrieden. Also kann ich nicht beschweren. Ein SR pro Mutisam. Ich bin dabei. Wenn es so bleibt. Schauen wir mal. Dritter Mutisam und dann haben wir noch einen kostenlosen. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und hofft für mich an der Stelle, dass dieser eine Pot ein SR bringt. Super Saiyan. Wir haben Super Saiyan. Wir gehen Super Saiyan 1, 2. Kein 3. Leider kein 3. Ein Pot. Wieder ein Dead Multi. Legit. Wow. Immerhin wieder 3 Tickets. Wow. Wieder ein Dead Multisum. 3 Multisum, 2 von Dead. Wir haben nur ein SR gezogen bis jetzt. 105 Stones.
ein SSR aus 150 Stones. Das tut selbst mir weh, ihr könnt mir das glauben. Das tut selbst mir weh. Zumal wir keinen Gefeature angezogen haben, zusammengenommen. Im allerersten Video habe ich hier auch einen Durchlauf gemacht und da haben wir auch kein Gefeature angezogen. Wir haben bis jetzt aus Vegito Blues Banner, wenn mich alles täuscht, 4 Esser gezogen, 4-mal nicht gefeatured. Ist schade, ich finde es wirklich sehr schade. Es ist schade. Am System sollten sie auf jeden Fall was ändern. Das sage ich schon seit langer Zeit. Ein Paradebeispiel kann man sich auf jeden Fall bei Blazing zum Beispiel nehmen. Da war letztens der Madara-Banner online. Da habe ich mal schon reingeguckt, hatte auch Stones, bisschen Gems, Pearls oder wie man das in Blazing nennt. Und das ist wirklich geil, dass du für jeden Multi, beziehungsweise beim neunten Multisum bekommst du den garantierten, den neuen Charakter, der reingekommen ist, den gefeaturten. In dem Fall Vegito Blue. Überlegt mal, beim neunten Multisum habt ihr garantiert Vegito Blue. Aber auf dem Weg dahin bekommt ihr vergünstigte Multisum. Da bekommt ihr, da werden bei Ablimbisch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Schritte waren, aber dann werden zum Beispiel für zwei Charaktere die Rates, dass sie bei dem so und so viel Multisum um 3-mal erhöht, etc. etc. Also da kommt das Game dir wirklich entgegen, wenn du hier Multisum machst. Und bei Dokkan ist anders, da kommt Videl mit einem High Kick, da kommt Chi-Chi mit einem High Kick, da kommt wieder ein Dead Multi, wie es aussieht. Leider, leider Gottes, wieder ein Dead Multi. Also, ich hab's schon ein Gefühl. Ja, krass. 3 Dead Multis. Wir haben zwar noch die Tickets, aber wenn ich ehrlich bin, aus den Tickets erhoffe ich mir rein Zero. Rein gar nichts. Na, was soll ich sagen, Leute? Ein SSR aus 4 Multisum und der war nicht gefeatured. Android 17 freue ich mich auf jeden Fall drauf. Eine gute Karte hatte ich noch nicht, aber diese nicht gefeaturete Serie, sie geht einfach weiter. Aber ihr kennt euren Boy Osaru. Ich hatte natürlich nicht Stopp gemacht, ich habe natürlich weiter gesammelt. Ich habe mich mit der Niederlage nicht zufrieden gegeben. Deswegen genießt jetzt die weiteren schönen Summons. Viel Spaß. GG, let's go. Let's go, let's go, let's go. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir was Gutes ziehen. Solange der Discord noch online ist, wollte ich auf jeden Fall noch diesen Durchlauf mitnehmen und den gratis Multisum und noch die Tickets. Und ja, wenn der Discord vorüber ist, wenn die Zeit abläuft, indem ich das aufnehme, waren das hier 36, 35 Stunden, dann kriegt man danach, sind die Banner noch online bis 11. Mai, wenn mich alles täuscht. Aber man kriegt danach für die Multisum keine Tickets mehr und den 4. kostenlosen nicht, ja. Dieser Discord hört dann auf, aber die Banner sind dann natürlich noch online. Anyways, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, wir hatten keine Pots, gar nichts, wenn mich alles täuscht. Ich habe hier nicht ganz richtig aufgepasst. Aber, oh, ah, na. Okay. Das war der letzte Typ für Goku. By the way, witzige Geschichte über Goku. Ich hatte ihn damals so oft gezogen, als er im Omega-Stellung-Banner war. Sehr, sehr oft. 7 oder 8 Mal. Und ich habe ihn die ganze Zeit... Beziehungsweise ich habe dann so viele behalten, bis der Banner offline war. Als der Banner offline war, habe ich ihn geduped. Und ich hatte gedacht, er wäre schon full duped und habe noch die restlichen seine SA gebombt. Da saßen dann noch 3 übrig oder so. Halt von SC1 auf SC4 habe ich ihn gebracht, damit ich ihn duped system. Ja! Oh no! Small, Junge! Geht doch! Ich sag doch, wenn die SSR kommen, müssen sie nur gefeatured sein! Sie müssen nur gefeatured sein! Was? Geiler Multi bis jetzt! 3 SSR! Aber diesen Vegeta ist leider schon auf 100%, egal, nehme ich an, damit! Was? Oh mein Gott. Lass mich kurz. Shit. Geiler. Das war ein geiler Multi. Ich bin gerade total verwirrt, weil ich nicht weiß, wie ich weitermachen werde. Weil ich habe hier noch 134 Stones. Die kann ich eigentlich behalten oder hier weitermachen. Lass uns erstmal die Tickets raushauen. Boah, ich bin gerade ein bisschen baff, wenn ich ehrlich bin. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Vor allem nachdem wir nicht gut in den Banner weggingen. Wir haben in dem Banner sehr viele nicht gefeatured gezogen. Beim Rosé auch. Deswegen dachte ich mir hier, das geht so weiter und wir ziehen ja gar nichts. Aber wow. Okay, das war geil. Und dann kurz die Tickets raushauen, um kurz die Story von Goku zu erzählen, um mich raffen.
Ey, um es kurz zu fassen, ich dachte, ich hätte ihn auch schon auf Volldupe, hab die drei Stück in seine Esse gebombt, hab danach reingeguckt, was, der war nicht Volldupe. Und seitdem habe ich auf einen Goku gewartet. Jetzt kam er, jetzt haben wir 100% Goku, Vegito Blue im selben Banner, Vegeta genauso. Jetzt muss ich aber kurz überlegen, ob ich überhaupt weitermachen will. Ob ich da den Durchlauf mitnehmen will. Und eine kostenlose Multi. Oder einfach vielleicht ein Elebojack? Ah, na. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott. Oh je. Boah, ich bin gerade... Ich glaube das gerade legit nicht, um ehrlich zu sagen. Boah, schwierig. Elebojack aus zwei Multis droppt? Ich glaube nicht. Also wirklich, wenn mich so fragen würde, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wenn er in derselben Situation ist wie ich gerade, ey, so Osa, soll ich weitermachen? Dann würde ich sagen, ja, mach weiter. Wenn ihr noch zwei gute Charaktere, Fan-Kategorie-Leader, beziehungsweise neue Trunks, Gotenks und Ultimate Gohan, nimm noch die zwei Multis an, dann hast du den vierten kostenlos, dann würde ich sagen, eigentlich ja. Aber wir kennen Osa, du. Wenn ihr einen LR seht, der will diesen LR, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn ziehen. Wir waren ja schon 500 Zones deep. Eigentlich würde das keinen Sinn machen, hier irgendwie reinzugehen. Ich würde die... Ich akzeptiere die Niederlage einfach. Ich kann nicht mehr reden, weil ich kann es gerade nicht glauben. Ich akzeptiere einfach die Niederlage. Und wir machen hier noch drei schöne Multisum. Zwei mit 50 Stones. Einen kostenlosen nehmen wir einfach mit. Boah. Okay. Wir machen das so. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Oh mein Gott. Let's go. Was droppt ihr noch? Wir haben hier Yamcha. Alright. Wir haben danach sogar noch die Tickets. Mr. Satan, Hercule, GT. Ja, oh mein Gott. Es hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Ihn hatte ich nicht. Jetzt fehlt nur noch Ultimate Gohan. Nicht der. Der ist STR. Oh, na. Oh, je. Richtig geiles Video. Beziehungsweise ein richtig geiler Summon. Sagen wir es mal so. Weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze schnibbeln werde, etc. Oh, mein Gott, aber... Legit. Weil, ihr habt es selbst gesehen in den Videos. Ich wollte erstmal stur auf Rosé gehen. Wir sind sehr, sehr tief in Rosé reingegangen. 500 bis 600 Stones. Ungefähr bei Rosé. Und er kam ganz am Ende. Bei Vegito Blue bin ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen deep. Das ist jetzt mein dritter Durchlauf. Bei Rosé waren es, glaube ich, 4 Durchläufe. Aber ich habe... Rosé wollte ich unbedingt. Vegito Blue wollte ich eine Chance geben. Ich will natürlich auch, so ist es nicht. Ich wollte ihm eine Chance geben. Und er kam halt direkt. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Naja. Ja. Ultimate Gohan. Like, wenn wir Ultimate Gohan noch ziehen, es wäre insane. Dead Multi. Tickets? Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele das waren. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Drückt auf den Abo-Button und wir machen weiter, let's go. Super Saiyan, wir gehen in Super Saiyan. Like, wenn hier noch Ultimate Gohan kommt, dann habe ich aus dem Banner alles, aus den neuen Trunks, aber egal. Okay, ich versuche mal ein bisschen, ich bin gerade total so auf 180.000, was auch immer. Anyways, Piccolo, letzter Multisum. Was geht da? Was denkt ihr? Könnt ihr voraussehen? Nicht schummeln. Kommt Ultimate Gohan noch? Ja, nein. Pff, schwierige Kiste, schwieriges Thema. Wir haben da noch... Oh, okay, nicht gefeatured. Egal, Goku, ja damit. Chaozu. Piccolo. Und Hercule, okay. Ah, da kommt noch was. Piccolo it is. Okay. Wir holen uns doch die Tickets. Wir haben 6 Tickets, ein Multisum aus den Tickets, dann noch ein Singlesum und dann... Oh no. Ein Pot in dem Multi. Rainbow? Kein Baseform. Was heißt Multi? Ja, Multi, aber es sind 5 Charaktere. Mit dem anderen Ticket. Dann haben wir noch eins übrig, dann können wir noch einen pullen. Wie wird das Ganze hier ausgehen? Gohan? Nicht den Gohan? Nee.
Nope. 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 Also aus dem Ticket hatte ich wirklich gar nicht so viel gut Glück. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber ja. Letzter Ticket in dem Banner quasi. Und ich 1, 2, 3, 3 Pots. Droppt da noch was Heißes. Leute, 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 Leute. Insane, insane, insane. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 aus dem Ticket zusammen. Was wird kommen? Oh na. Goku. Leute, und ihr habt schon gesehen. Wir haben Vegito Blue Gott sei Dank noch gezogen. Mit 4 Fang Goku, 3 Fang Gotenks. Auf jeden Fall zufrieden. Wir mussten, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen deep in den Banner von Vegito Blue gehen. Aber letzten Endes haben wir Gott sei Dank beide Charaktere. Bin total zufrieden mit den Bannern. Wie war es bei euch? Wie war es bei euch bei der restlichen Zeit? Habt ihr noch das gezogen, was ihr ziehen wolltet? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.